Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Und ja, es geht mal wieder ins Land der wandelnden Seelen. Und wir sollten heute 1186 Meter schaffen. Was mich echt gewundert hat, weil die Grenze ist eigentlich heute echt einfach zum Erreichen. Ihr seht, es ist mein erster Versuch. Und wir starten einfach mal hier direkt los. Das heißt, hier runter, hier hoch. Wir kriegen so eine richtig schöne, ganz langsame, vorsichtige Einführung ins Spiel. Irgendwie keine großartigen Herausforderungen. Hier direkt gleich am Anfang. Hier eine Rutsche, hier eine Rutsche. Und es gibt ein neues Element, auf das ihr euch jetzt gleich schon freuen könnt. Das ich vorher bisher noch nicht so gesehen habe in den letzten Monaten. Ich bin echt gespannt. Und zwar genau dieses hier. Hier mit der Indiana Jones Kugel. Da war ich sehr verwundert, dass es ja doch immer wieder mal ein neues Element gibt, das man so bisher noch nicht gesehen hat. Wir haben schon die 300 Meter Pause. Und ja, die Schwierigkeit bleibt eigentlich so. Hier ein Sprung nach unten. Kennen wir ja alles. Das sind eigentlich recht alles einfache Elemente. Hier drüber. Jetzt hier nach oben. Hier dieser Abstürzer. Den kennen wir auch. Einmal hier durch. Und wir sind schon fast auf der 600. Hier lauter kleine Sprünge, immer wieder klein. Und ja, gerade diese Sprünge sind ja eigentlich auch das, was Land der wandelnden Seelen halt eben ausmacht, dass man immer wieder unterscheiden muss zwischen großen Sprüngen, kleinen Sprüngen und diesen Schlagkombinationen. Die kommen allerdings natürlich erst ein bisschen später. Kleiner Sprung, großer Sprung, kleiner Sprung und hoch. Gut, hier wieder runter auf den Bumper, kleiner Sprung fallen lassen, klein, groß, groß, klein, klein, klein. Und hier einfach fallen lassen und ab auf den nächsten Bumper. Gut, wir haben schon die 950 Meter geschafft. Und ja, jetzt zieht es natürlich wieder langsam an. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen schwieriger. Wir gehen hier über die drüber. Kleiner Sprung hoch und wieder auf den Bumper. Und haben noch nicht die Goldgrenze erreicht. Aber im Prinzip müsste es jetzt eigentlich sein. Was mich wundert, weil es heute eigentlich gar keine so schöne richtige Goldgrenze ist. Also. Normalerweise läuft man ja immer so gegen so eine Wand aus einer totalen Schwierigkeit und die hat heute irgendwie total gefehlt. Hier wieder kleiner Sprung, drüber wieder den Flieger. Wir haben schon 1300 Meter, sind also gnadenlos im Goldbereich. Hier drüber hoch, nochmal hier über den nächsten. Da haut es mich ein bisschen gegen die Wand. Gott sei Dank kann ich mich da noch ein bisschen rausretten und krieg die 1500 Meter Pause jetzt wieder ein bisschen an. Hier einmal drüber, weiter hoch, nochmal hoch, da wieder das gleiche Schauspiel. Gott sei Dank, ich schaff's noch drüber, hier auch drüber. Und hier springe ich jetzt zu früh runter. Das ist grausam. Naja, vielleicht probiere ich es nachher nochmal entsprechend, aber 1707 Meter sind eigentlich schon eine gewisse Marke, die wird auch heute wahrscheinlich sicherlich nicht fallen. Die ist zu weit weg. Schauen wir noch ganz kurz in die Statistik rein, wie es heute aussieht. Ja, Platz 33 von 436, das ist unter den besten 10%. Das ist ja eigentlich immer so mein Tagesziel. Ja, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen oder vielleicht nachher noch in der neuen Runde hier bei Rayman Legends. Bis dann!